Ich hasse es. Er hat es wahr gemacht. Habe ich zu viel versprochen? Nein, hast du nicht. Hast du nicht. Da ist er jetzt, mein neuer Roller, und ich wollte euch gar nicht so lange so heiß machen. Ich bin einfach nur begeistert von diesem Roller. Ihr seht schon, kein klassisches Design eines Rollers, aber klar als Elektroroller zu identifizieren. Ich möchte euch mal einen kurzen Abriss geben, was so ein Roller aus China bietet und was er kostet und wo man ihn hier in Deutschland zu kaufen bekommt. Ich kann euch schon sagen, nach den ersten 230 Kilometern, das Ding macht richtig Laune und es polarisiert. Also du wirst wirklich an jeder Ecke angesprochen. Ja, kommen wir doch mal zum Design. Also klar, ihr seht schon, Design ist wie ein klassischer Shopper aufgebaut. Dieses Modell ist jetzt in matt-schwarz. Es gibt den noch irgendwie in grün und in matt-rot und ich glaube auch noch in blau, dann aber metallic. Ihr seht schon, es ist ein Einsitzer. Er hat keinen Gepäckträger oder ähnliches, wobei wenn ich mir die Verschraubungen hier so angucke, denke ich, da kann man sicherlich noch einiges befestigen. Ja, was sei zu dem Roller noch gesagt? Er sieht ziemlich starr aus. Dieser Roller hat aber hier, und da achtet drauf, ist es wirklich eine Empfehlung, der hat einen gefederten Sattel. Da ist nämlich ein Federbein hier unter dem Sattel drunter. Markantestes Zeichen ist hinten das Heck. Und ich kann euch nach 230 Kilometern sagen, wirklich, du kriegst Daumen hoch an jeder Kreuzung. Die Leute fragen nach, es fällt halt auf. Denn dank des Elektroantriebs, der ja hier einen Radnabenmotor besitzt, siehst du ja, hier fehlt was. Und die Leute gucken halt sofort hin und denken sich, was ist das? Und ganz oft, wenn sie bei einem Roller vielleicht schon neben dir stehen oder versuchen vor dich zu kommen, weil sie wissen, dass du nur 45 fährst, fahren sie erstmal hier eine Weile hinter dir, bis sie überhaupt bemerken, dass du so ein kleines Kennzeichen hast und überholen dann vielleicht. Ne? Wobei aber, wie gesagt, auch eine Menge Leute, also viel mehr Leute erlebt habe, die einfach gemütlich hinter mir herfahren und sich das angucken. Man sitzt wirklich lässig auf dem Teil. Dieser Platz, der dort ist, der reicht aus, um meine Reisetasche mit dem ganzen Kameraequipment mitzunehmen. Aber er reicht auch aus, um da locker einen Kasten Bier drauf zu packen. Ich habe jetzt immer so einen Packgurt dabei. Da kannst du dann die Sachen noch fixieren und du kannst halt wirklich etwas transportieren mit dem Teil. Der hat normale Blinker. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann werdet ihr noch sehen, dass ich die noch austauschen werde. Er ist ansonsten komplett matt-schwarz. Ja, was gibt es dazu eigentlich zu sagen? Ich meine, die Bilder sprechen für sich. Der hat komplettes LED-Licht, also Tagfahrlicht, Abblendlicht und Aufblendlicht. Alles LED. Also wie geil ist denn bitte diese Optik von hinten? Ich meine, jeder wie er mag. Ne? Der eine kann hier nur einen Topcase drauf machen oder vielleicht baut er euch eine andere Sitzbank rauf, die für zwei Personen geeignet ist oder sowas. Aber ich werde es nicht machen. Hier hinten ist ein 215er auf dem Roller. Und ich sage euch, das Ding macht Laune. Du kannst dich in die Kurven legen. Der geht richtig gut. Ansonsten hat der einen 2000 Watt Motor, der sogar noch bei fast leerem Akku einfach richtig gut zieht. Und da tut es mir leid, Julian, aber da kann deiner nicht mithalten. Denn der geht ordentlich. Der geht natürlich maximal 45 km/h, also Tacho 47. Wobei man mit einer Kombination aus Gas und Bremse auch ihn bis zu 65 km/h bewegen kann. Aber das sollte man nicht im öffentlichen Straßenverkehr machen, da er dann logischerweise seine Zulassung verliert. Elektrorollerfahrer unter euch, die kennen sicherlich das, ich nenne es mal Elektro-Turbo-Loch. Das heißt, ihr fahrt an einer Kreuzung an, vor euch fährt zum Beispiel ein Schaltwagen an und jedes Mal, wenn der einen schaltet, dann hat der so Schaltpausen drin. Der beschleunigt ja nicht durchgehend, sondern das unterbricht immer so. Und dann müsst ihr, wenn ihr hinten dran beschleunigt, müsst ihr kurz Gas wegnehmen und dann später wieder Gas geben. Macht ihr das bei einigen Rollern, dann kommen sie beim zweiten Mal Gas geben nur noch schwer in die Gänge.
Das liegt wahrscheinlich an zu wenig Leistungsabgabe vom Nabenmotor, wie auch immer. Aber ich kann euch sagen, der hat das nicht. Du ziehst am Gashahn, der geht straight nach vorne, du lässt ihn los, du ziehst direkt nochmal und er geht genauso wie beim ersten Mal nach vorne. Und das war mir wichtig, dass ich halt wirklich keine solche bösen Überraschungen habe, dass dann plötzlich der vor mir, warum auch immer, vielleicht nicht durchbeschleunigt und ich muss dann abbremsen, will dann weiter beschleunigen und dann hängst du auf einmal da und kommst nicht wirklich vorwärts. Ansonsten sei gesagt, der Akku ist hier unten drin, es ist ein 20 Amperestunden Akku bei 67,2 Volt, macht roundabout ungefähr so 1,2 Kilowattstunden. Jetzt wollte ich euch mal so einen Akku zeigen, das ist mein zweiter Akku, einer ist hier unten drin. So sieht der aus, 7,5 Kilo ungefähr, 1,2 Kilowattstunden hat der. Wie gesagt, wenn ihr so einen Akku nachkauft, kostet ungefähr so 500 Euro. Hier vorne ist der Anschluss, der wird längs reingelegt, wird dann vorne angesteckt. Der hat nicht so einen Bajonettverschluss, der sitzt trotzdem fest, aber lässt sich wesentlich komfortabler einstecken, als ihr das gesehen habt bei Julians Akku. Hier oben ist nochmal ein Metallgriff dran, das heißt also, du kannst ihn auch wirklich stabil tragen. Ich habe einen zweiten Akku dazu genommen, einfach weil sich dadurch mein Aktionsradius enorm erweitert. Ich bin jetzt hier gerade in Sanssouci in Potsdam, das ist ungefähr 37 Kilometer von mir entfernt und ich denke, hier bekomme ich super schöne Bilder hin und deshalb bin ich hierher gefahren. Für mich war es wichtig, den zweiten Akku, wie gesagt, nehme ich in der Kameratasche, in der großen, mit, die ich dann hier unten drauf lege, die ist dann zwischen den Beinen, trotzdem fixiere ich sie nochmal, immer mit einem Spanngurt, das ist überhaupt kein Problem. Und dann kommt ja von vielen eingefleischten Rollerfahrern die Frage, hat der Roller denn eine App? Und da kann ich euch ein ganz klares Nein mitgeben. Ja, immer mehr Roller haben eine App. Und da war für mich die Frage, okay, was kann ich denn effektiv mit einer App machen? Ich kann den Ladestand überwachen. Vorklimatisieren fällt wahrscheinlich beim Roller weg, es sei denn, es gibt welche, die vielleicht eine beheizte Sitzbank haben. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn der Akku drin ist, hat der hier eine Alarmanlage. Ich kenne Roller, die haben auch eine Alarmanlage, die kannst du dann über die App aktivieren oder deaktivieren. Ist für mich eigentlich obsolet, weil wenn der Akku drin ist, ist die Alarmanlage an, per Schlüssel. Und wenn der Akku raus ist, dann ist auch keine Alarmanlage da. Also von daher, sicherlich gibt es da auch wieder Roller, die dann wieder eine kleine Zusatzbatterie haben oder so, damit sie dann trotzdem eine Alarmanlage funktioniert. Oder eine App. Ich brauchte keine App. Für mich war einfach dieser Designfaktor, der war für mich eigentlich ausschlaggebend, dass ich mich für diesen Roller entschieden habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den einfach Hammer. Ne? Ich finde, dieses Design entschuldigt für so vieles. Und am Ende des Tages wollte ich einen Roller, mit dem ich schnell und flink durch die City komme. So, kommen wir nochmal zu den harten Fakten des Rollers. So wie er da steht, was kostet der? 1550 Euro kostet er bei Schnetzler Racing. Es gibt unzählige andere Händler. Der war tatsächlich preis-leistungstechnisch der günstigste, den ich so finden konnte. Und der halt alles das beinhaltete, was ich haben wollte. Das heißt, wie ich habe es gerade schon gesagt, der hat volles LED-Licht, der war in mattschwarz, er ist diese alte Variante, denn es gibt noch eine andere Variante, eine Zwei-Akku-Variante. Die sieht aber vom Design her nicht so schön aus. Die M1-Variante finde ich persönlich schöner. Nachteil daran ist, du kannst den zweiten Akku nirgendwo in dem Roller unterbringen. Das heißt also, du musst ihn auf diesem Unterbodenbrett irgendwie in einer Tasche mitführen, wenn dir 45 Kilometer sicher nicht reichen. Ansonsten, 2000 Watt Motor, hat wirklich Power, zieht immer davon und ja, was will man mehr? Handyhalterung, dadurch brauche ich eigentlich, wie gesagt, keine App, weil was soll ich mit einer App? Ladestand überwachen wäre bei mir eh obsolet, weil in dem Moment, wo das Ding steht zu Hause, nehme ich den Akku raus, nehme ihn mit hoch und lade ihn auf und von daher wüsste ich nicht, was eine App-Steuerung noch kann, was ich unbedingt bräuchte. Ach, und lustiges Gimmick. Alarmanlage hat er auch.